Moin meine Freunde der Sonne und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Evoli. Wir sind in Safronia City endlich mal angekommen und werden jetzt mal uns ein bisschen hier umschauen, was es denn so zu entdecken gibt. Und da haben wir schon den ersten Team Rocket Typi. Was willst du? Hau ab! Okay. Freundlichkeit ist ja jetzt nicht gerade so dein Ding. Aber, na, logisch. Zu unserem Leidwesen ahmt unsere Tochter gern Leute nach. Deswegen nennt man sie in der Nachbarschaft nur die Nachahmerin. Meine Tochter ist einfach einfach furchtbar eigen. Und sie hat auch nur wenige Freunde. Vielleicht wird sie etwas offener, wenn du ihr eines ihrer Lieblings-Pokémon zeigst. Ja, gerne. Ich weiß nur nicht, was das Lieblings-Pokémon ist. Fragen wir sie mal. Hi. Hi, wie geht's? Magst du Pokémon? Warum fragst du mich? Das wollte ich doch von dir wissen. Was soll das denn? Du bist total seltsam. Hm? Ich soll aufhören, Leute nachzuahmen? Aber die Nachahmerei ist doch mein Hobby. Bist du hergekommen, damit ich dich wieder nachahmen kann? Ich vermute mal, dass das Pipi wohl eines ihrer Lieblings-Pokémon ist. Deshalb gucken wir mal in der Pokémon-Box. Wir haben ja ein Pipi. Deshalb fügen wir das dem Team jetzt hinzu und tauschen es einfach mal gerade gegen Anton. Ja. Okay, gucken wir mal, ob sie das schon erkennt. Ah, du bist, du hast ein Pipi dabei. Möchtest du es dir zeigen? Ja. Mach mal. Boah, ein echtes Pipi. Ich habe noch nie eins gesehen. Wie toll, danke, dass du es mir gezeigt hast. Dafür schenke ich dir eine TM, mit der man sich verdoppeln kann. Delegator. Okay, super. Dann können wir das auch gerade jetzt wieder tauschen. Gegen wen haben wir es getauscht? Erstmal hier sortieren. Moment, hohe Level zuerst. Machen wir. Anton, genau. Wobei Marshollo wäre eigentlich auch ganz nice. Dass wir dann Marshock kriegen. Ja, komm, wir holen mal Marshollo. So ein Kampf-Pokémon haben wir jetzt auch noch keins gehabt bisher. Ist vielleicht auch mal nicht so schlecht. Marshmallow kriegen wir sowieso erst durch Tausch. Insofern ist das Maximum eh Marshock. Vulpix betrachtet überglücklich die Blumen, die sich im Wind wiegen. Safronia City, die goldglänzende Handelsstadt. Wo geht's da nach oben? Beutel. Karte einsetzen. Da geht's nach Azuria City. Aber hier haben wir noch eine Arena. Kampfdojo. Was haben wir hier? Hey, wenn du dich uns in den Weg stellst, kannst du was erleben. Okay, also die haben die Arena eingenommen. Das ist natürlich blöd. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal nochmal zurück nach Azuria City. Denn, wie wir wissen, warten wir schon die ganze Zeit auf dieses doofe Glumanda. Ja, also doof im Sinne von, es hat lang gedauert, bis man es bekommen kann. Ja, bitte. Setz den Spaltschnitt ein. So, und dann gucken wir mal, wie es jetzt weitergeht. Ja, sehr schön. Okay, also... Oh, was hast du denn? Magst du die Blumen auch so sehr? Hat etwas im Beet entdeckt. Prachtfeder. Cool. Ja gut, dann... schauen wir mal weiter. Ja, es gibt ja keine Fahrräder mehr in diesem Spiel, wenn man auf die Pokémon reiten kann. Ich kann einfach bla bla bla, ja, würde es, ja.
Ich bin ein sehr fähiger Trainer. 52, sehr schön. Ja, bitte, gib es mir. Glumanda erhalten. Super. Jetzt ist die Frage, welche Stufe hat das denn? Steht das hier schon? Nein. Geil wäre jetzt natürlich, wenn das angepasst ist an die Stufe, die ich jetzt habe. Boah, das wäre so geil. Ich guck mal gerade. So. Naja, Stufe 14 ist jetzt nicht unbedingt angepasst. Wir tauschen es dann gegen das Vulpix, auch wenn das Vulpix deutlich weiter oben vom Level ist. Möchte ich trotzdem einfach mal... Ja. Möchte ich halt das Glumanda haben. Wir könnten aber mal gucken. Ja, genau. Nee, so machen wir das. Einfach. Und dann haben wir hier noch im Beutel noch so ein paar Sachen. Die könnten wir dem Glumanda auch gleich schon mal geben. Dass das nicht ganz so krass hinten dran ist. Ja, hier. Flottbonbon zum Beispiel. Braucht nämlich nur eins. Steigt die Initiative auf jeden Fall ein bisschen. Mental. Okay. Ja, komm. Immer weiter. Also Glumanda wird sowieso am Ende in meinem Kader bleiben, sage ich mal. Als Feuer-Pokémon. Das heißt, langfristig wird Evoli wahrscheinlich auch die Flammenattacken vergessen dürfen. Ja, gerade wenn Evoli bleibt und wir sowieso kein Flamara, Aquana, Blitzer oder so rausziehen können, sind wir sowieso mit Glumanda irgendwie besser dran, glaube ich. So, Robustbonbon. Ja, durch die niedrige Stufe brauche ich auch noch nicht so viel. Ja, brauche ich noch nicht so viel. Energiebonbon? Oh, nein! Ach, shit. Okay, das sollte nicht passieren. Ja, komm. Wobei, ist das sinnvoll, wenn ich so viele Erfahrungspunkte bekomme? Na komm, ist wurscht. Also, ehrlich. Oh, das ging schnell. Wir sind von der Stufe her, oder allgemein ist es in dem Spiel ja sowieso so, dass man relativ schnell und viel Erfahrungspunkte bekommt. Insofern dürfte das, glaube ich, kein Problem sein, wenn wir die jetzt hier schon verballern. Zumal wir wahrscheinlich eh noch ein paar Sonderbonbons bekommen werden. Bis Stufe 99 werden wir die Pokémon eh nicht leveln. Also alles cool. So, eins noch. Dann bist du Stufe 17 und dann kannst du auch schon, naja, immer noch nicht mitkämpfen. Aber das macht ja nichts. Team, du darfst auf jeden Fall raus aus dem Pokéball und mit mir mitlaufen, Glutexo. Das ist doch schon mal eine coole Sache. Weil das Gute ist, ich glaube, auf Glurak kann man fliegen. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Oh, da ist er nicht durchgepasst. Ja, bitte. Ja, bisher habe ich jetzt noch keine Pokémon, auf denen ich sonderlich gut reiten kann. Maximal das Onix. Aber, naja, das ist irgendwie doof. Finde ich zumindest. So. Schauen wir mal weiter, ob wir hier noch was anderes machen können. Wir könnten zumindest mal ins Dojo. Da haben wir noch eine super Trainerin. Okay, ja, komm, wir kämpfen mal. Trainercoach Gwen fordert dich heraus.
Ja, mit diesen Kampf-Pokémon. Warte mal. Mach du mal hier so eine Spezialattacke. Evoli dreht richtig auf. Alter, geil. Das ist sehr gut. Evo-Crash. Ja, haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ja, gerade weil der Durchbruch sehr effektiv ist. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das jetzt ist, mit Evoli sonderlich viel weiterzumachen. Ich glaube, es hängt ein bisschen ab davon, was sie als nächstes verwendet. Elektek. Nee, komm, wir machen weiter. Mach mal Doppelkick. Ich weiß halt nicht, wie mit Elektro komme ich echt nicht so gut klar. Wasser wird nicht viel bringen. Knisterladung ist, glaube ich, auch nicht so effektiv. Wir versuchen es einfach mal mit dem Flackerbrand noch. Zur Not geht Feuer ja immer. Auch durch die Verbrennung. Donnerschlag, vielleicht überlebt es das. Ja. Okay. Verbrennung schadet ihm. Dann machen wir einfach noch einen Flackerbrand. Und dann passt das schon. Tauboga erreicht Level 32, Kadabra 31. Ja, gut, also wir haben jetzt schon auch genug Backup, glaube ich. Ja, dankeschön für den Donnerschlag. Okay, sehr schön. Wir brauchen den Beutel. Dort befinden sich nämlich noch ein paar Supertränke. 15 an der Zahl haben wir noch. Ja, mittlerweile brauchen wir sogar zwei, um Evoli wieder komplett hochzuheilen. So, und hier haben wir echt... Ich wollte gerade sagen, haben wir jetzt vier Leute, gegen die wir kämpfen müssen? Ganz schön frech von dir, dich einfach so in unser Kampf-Dojo einzuschleichen. Rein hier! Naja, er findet's frech. Ich find's angemessen. Schwarzgurt Shigeru. Flackerbrand. Das ist doch eine gute Sache. Ja, er hat zum Glück auch nur ein Pokémon, das jetzt zumindest vom Level her mit 31 nicht so mega stark ist. Wir haben gut gelevelt mit Evoli. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Uff, ich gebe auf. Sehr schön. Ja, da kommt... Ah, es sind doch vier. Meine Fäuste kennen keine Angst. Nichts ist ihnen zu hart. Ich übe mich täglich darin, Felsen mit bloßer Hand zu zerschmettern. Ja. Okay. Der nächste Herausforderer steht schon am Start. Tatsuma. Ja, okay, das ist ein Fels-Pokémon, gegen das... Dürfte es jetzt mit dem Blubsauger etwas einfacher sein, glaube ich. Ja, doch. Und wir können uns sogar noch ein bisschen heilen, oder? Ja, sehr schön. Sogar voll geheilt. Nice. Sehr gut gemacht, Evoli. Glutexo erreicht Level 18. Ja, auf welche Stufe müssen wir es bringen? Ich glaube 2. Ich guck mal gerade. Nebenbei also auf. 36 ist es. Ja. Also dieser Knosp steigt schon auf 32 zu dieser Floor auf. Das finde ich relativ beeindruckend. Warum ist das eigentlich so? Warum dieser Knosp
früher als die anderen. Du scheinst sehr gut zu sein, zeig mir, was du kannst und halte dich bloß nicht zurück. Haja. Naja. Also haben wir mit Glutexo schon Satoru. Haben wir mit Glutexo natürlich schon eine etwas... ja, einen größeren oder einen längeren Weg vor uns. Ebenso mit Shiggy, falls wir das irgendwann mal auch noch finden. Aber, naja. Schiedsrichter, das gibt einen Punkt für meinen Gegner. Ja, und drei Pokebälle. Warum schmeißt ihr immer noch mit Pokebällen um euch? Haja, stopp, zieh deine Schuhe aus. Oh Gott, sorry, ja. Ich hab die Schuhe an. So, Schwarz wird Noboru. Da haben wir einen Mashok. Das ist natürlich wieder blöd. Mashok sieht echt schlecht aus für uns. Ich mach den Flackerbrand mal. Einfach nur, um ihm schon mal ein bisschen passiven Schaden zuzufügen. Außerdem ist der Schaden hier jetzt auch nicht so schlecht. Sehr effektiv. Okay, leitet Schaden. Okay. Cool. Dann machen wir hier nochmal einen Flackerbrand und dürfte der Kampf auch gewonnen sein. Genau, ich gebe auf. Nee, ich hab dich besiegt. Lustiger Typ, ey. Okay, die haben alle... wie die Saat, so die Ernte. Gegner lauern überall. Okay. Willkommen im Kampf-Dojo. Ich bin der Karate-Meister und zuständig für die Ausbildung der Schüler. Ha, ja. Wenn du nach einer Herausforderung für Körper und Geist suchst, bist du hier an der richtigen Adresse. Du kannst dir sicher sein, dass ich mich unter keinen Umständen zurückhalte. Ha, ja. Okay, also aussuchen kann ich mir nicht, dass ich gegen ihn kämpfe, sondern ich muss es einfach. Junichi. Der Karate-Meister. Du hast nur ein Quappo, ist das dein Ernst? Ich habe echt mehr gerechnet. Okay, Quappo dürfte jetzt mit der Knisterladung kein Problem sein. Ja. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Überroller. Ja, der könnte schon Schaden machen. Ja, macht er auch. Aber... naja, er heilt ihn ja nicht mal. Naja, okay, gut. Quappo besiegt. Kampf gewonnen. Boah, jetzt kommt mega schwere Entscheidung. Ich weiß es noch von früher. Ich wurde geschlagen. Ja, das wurdest du, mein Guter. Ich bin dir eindeutig unterlegen, doch ich flehe dich an, das Emblem unseres Kampfdojos nicht als Trophäe mitzunehmen. Stattdessen biete ich dir eins meiner wertvollen Kampf-Pokémon an. Kekli oder Nocturne. Bitte, du darfst auch völlig frei wählen. Ich glaube, ich nehme Kekli. Ja, Kekli. Wir nehmen ihn. Du entscheidest dich für Kekli, das trittstarke Pokémon? Ja. Das machen wir. Wir nehmen Kekli. Kann ich jetzt Nocturne auch einfach noch... jetzt nur nicht gierig werden? Alter, ich habe dich besiegt. Junge. Ich würde mir das doch wohl aussuchen dürfen, ob ich beide mitnehmen will oder nicht. Hi.
Dieses Gesindel von Team Rocket, egal wie viele von ihnen wir auch dingfest machen, es nimmt einfach kein Ende. Hier ist der Trainer-Fanclub. Ja, wir schauen uns die letzten paar Minuten mal noch ein bisschen in der Stadt um. Kennst du Major Bob aus der Arena von Orania City? Ich bin sein größter Fan. Was? Du hast ein Autogramm von ihm? Da werde ich ja grün vor Neid. Du kannst es gerne haben. Ich sag dir eines, Lorelei von den Top 4 ist eine Nummer für sich. Sie ist so cool, dass sie ihre Gegner mit ihrem eisigen Blick einfrieren könnte. Offenbar ist der Arena-Leiter von Vertania City ein einziges Mysterium. Niemand weiß, wer es wirklich ist. Und das macht mich total verrückt. Ich muss unbedingt wissen. Bruno von den Top 4 ist mein Vorbild. Seine Kampfattacken sind unschlagbar. Sein Sixpack ist das härteste in ganz Kanto. Sein Bizeps ist so groß wie ein Berg. Ich gelobe zu trainieren, bis ich so gut bin wie er. Da hast du vielleicht noch ein bisschen was vor dir. Okay, hier geht's nicht weiter. Boah, wie groß ist die Stadt denn hier bitte? Da ist ja bloß Mania City nichts gegen. Da ist das Pokémon Center. Gehen wir mal hin. Wenn doch bloß die Top 4 vorbeikämen, um Team Rocket in den Boden zu stampfen. Ich komme aus Alula und bei mir dreht sich alles um Raichu. Wenn du ein Raichu aus Kanto besitzt, dann tausch es doch bitte gegen mein Exemplar. Ich habe aber, habe ich eins? Nee. Ja, schade. Ist schade, es ist so zuckersüß. Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt ein Pikachu habe. Wenn ich einen Pikachu habe, könnte ich das ja entwickeln mit diesem Donnerstein, aber ihr seht, da ist keins. Ah gut. Dann heil mal mein Pokémon bitte. Die Sylph Company ist jedem ein Begriff. Kein Wunder, dass auch diese Gauner von Team Rocket auf sie aufmerksam wurden. Pokémon wachsen je nach Art unterschiedlich schnell heran. Gut. Na, schauen wir mal, wo... Ach nee, warte, war daneben nicht noch irgendein Haus, wo wir rein können? Nee, da war doch... Oder? Waren wir hier? Schon drin. Da waren wir noch nicht. Nee, genau. Warte, sag nichts. Ich weiß, was du suchst. Ich sehe es deutlich vor mir. Du willst das hier, stimmt's? TM40 Psychokinese. Ja, die TMs, die habe ich schon damals nie wirklich benutzt, muss ich sagen. Ich habe mehr auf das vertraut, was die Pokémon von sich aus schon können. Ich halte hier Wache. Wer nicht befugt ist, den lasse ich nicht durch. Und schon gar nicht Schnüffler wie dich. Okay, also zur Sylph Company können wir noch nicht. Checken wir hier die Häuser mal noch ab. Und vielen Dank für deinen Brief. Ich möchte dich so schnell wie möglich treffen. Hey, mein Brief geht dich nichts an. Die Nachahmerin ist echt süß. Ich habe gehört, dass sie ein großer Bibi-Fan ist. Wenn ich mal eins fangen sollte, werde ich es ihr gleich zeigen. Ja. Das Lob ging schon an mich. Waren wir hier schon? Da sind so viele Häuser, ich vergesse das gleich wieder. Ja, da waren wir schon. Genau, da war die Nachahmerin. Da oben geht's nach Azuria City, im Dojo waren wir, die Arena können wir nicht. Mit ihr haben wir auch schon gequatscht. So, und wo geht's da rechts rum? Ah, da sind Tipps für Trainer. Gucken wir mal gerade auf der Karte noch. Und dann sind wir auch schon fast am Ende dieses Parts. Da
da geht's nach Lavandia. Ja. Schauen wir mal gerade, ob wir hier noch hoch können. Nee, da ist nur ein Durchgang. Der... Moment. Ich check mal gerade die Route ab. Aber ich glaube, hier waren wir doch schon. Genau. Und dann sind wir oben durch den Tunnel. Ja. Coole Sache. Ich würde sagen, wir gucken dann mal, dass wir als nächstes wieder nach Prismania City an das Poster kommen. Denn hier geht es ja offensichtlich nicht mehr weiter. Ja, Team Rocket belagert alles. Wir müssen also Team Rocket in die Flucht schlagen, um, ja, um hier ordentlich weiterzukommen. Hyperbälle brauche ich eigentlich auch nicht kaufen. Vielleicht noch ein paar Tränke. Zwei nochmal, dann sind wir bei 15. Ich glaube, das ist dann ganz safe. Hypertränke gibt es ja auch. Da holen wir doch davon noch welche. Gleich 10. Ja, warum nicht? So, okay. Dann sind wir vorbereitet. Ja, Leute. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Pokémon. Let's go. Und dann schlagen wir Team Rocket in die Flucht. Luft, wollte ich schon sagen. Also dann, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.